Liebe Genossinnen, liebe Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren, als erstes möchte ich mich natürlich bedanken für das, dass ihr alle gekommen seid. Ich kann mich erinnern, es gab mal Zeiten bei solchen Veranstaltungen, da haben wir geguckt, wie viel lauter, kriegen wir das hin oder muss ich da reinbeißen oder wie? Probieren wir das. Jetzt wird es lauter, gell? Es ist eigentlich selten, dass ich zu leise bin. So, jetzt. Passt? Gut. Also ich wollte mich bedanken, dass ihr alle da seid. Weil es gab Zeiten, da war das eher schwierig, einen Saal zu füllen. Inzwischen müssen wir aufpassen, dass der nicht so klein wird. Und das ist ein Zeichen, dass die Linke auch in Bayern auf dem Vormarsch ist, liebe Genossinnen und Genossen. Und das ist besonders schön. Es gibt ein Gerücht, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gehört, dass dort, wo die CSU dieses Jahr tagt, in der Dreiländerhalle, dass es dort dieses Jahr besonders große Servietten gäbe. Nicht, weil es so viel zum Essen gibt, sondern weil sie die Tränen auswischen müssen, weil eine Galionsfigur zum Teufel gejagt wurde, liebe Genossinnen und Genossen. Die haben also heuer eher das Problem, dass sie nicht mehr so richtig wissen, wen sie jetzt anbeten sollen, ne? Jetzt haben sie ja das Problem, dass er weg ist. Und jetzt bleibt er bloß noch der Seehofer. Und den anzubeten, das fällt einem doch selber schwer in der CSU. Aber warum fällt es einem so schwer? Weil er, der die meisten Krokodilstränen vergießt über den Rücktritt von Gutenberg, der Seehofer, da weiß jeder, dass der insgeheim Dankgottesdienste in Altötting abhält, dass er weg ist, liebe Genossen. Das ist doch die Wahrheit. Das ist doch die Wahrheit. Und wir sehen, was da abgezogen wird, das ist so eine Heuchelei. Das ist unglaublich, aber ich muss euch natürlich, konnte es euch nicht ersparen. Ne? Ich habe dasselbe gemacht wie Seehofer. Ich habe mich mit seiner Doktorarbeit sehr spät auseinandergesetzt und habe dann Folgendes gefunden in seinen Ausführungen. Will euch das mal vorlesen? Gutenberg, Original, also wissen wir nicht genau, aber steht da drin. Da heißt es, horcht mal zu, das ist wirklich jetzt kompliziert. Das erfordert jetzt schon ein gewisses Maß an Konzentration, ich kann es euch nicht ersparen. Europa als Gedanke, Gewissheit und Realität könnte am Ende dieser Stufenleiter angelangt und auf dem Weg zur Tradition zum Scheitelpunkt zwischen Konservatismus und Moderne werden, der weder die Option der Gratwanderung noch die Gelegenheit der Verbindung jener Elemente auszuschließen vermag. Soll ich nochmal? Das ist jetzt ein Originalzitat, also aus dieser Arbeit. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, da verstehe ich schon, dass der ein oder andere Professor, der den Schmarrn hat lesen müssen, nach der zweiten Seite aufgehört hat und sagt, geh mir einmal Noten, dass er Ruhe ist. Geben wir ihm Noten, dass er ruhig ist. Und da muss man natürlich sagen, wenn die Uni Bayreuth, man natürlich auch für das, was die anderen alle geschrieben haben, insgesamt sozusagen, dann summa cum laude gibt, ist das natürlich schon bemerkenswert. Ich sage mal, normalerweise kommen, wenn man solche Dinge abgibt, nicht die Professoren mit der größten Anerkennung, sondern kommen normalerweise die im weißen Gewand mit weißen Turnschuhen. Und fragen, ob denn der nur eigentlich alle beieinander hat. Aber in Bayern ist es also anders. Und wir haben jetzt zumindest eine Erklärung dafür, warum denn offensichtlich eine sehr gute Bewertung für eine Arbeit erfolgt ist, die da vorgelegt wurde. Jetzt müssen wir uns aber trotzdem noch ganz klein wenig mit Gutenberg, ich weiß ja, man soll da nicht lange, er ist ja eigentlich nicht mehr so richtig da, aber bei der CSU ist er noch lebendig. Ne? Also wir müssen uns noch ein bisschen was einfach nur sagen. Also, 16.02. Der Vorwurf, meine Doktorarbeit sei ein Plagiat, ist abstrus. Wörtliches Zitat. Am 18.02., zwei Tage später, Zitat, meine von mir verfasste Dissertation ist kein Plagiat, und den Vorwurf weise ich mit allem Nachdruck von mir.
sie enthält fraglos Fehler. Es wurde allerdings zu keinem Zeitpunkt bewusst getäuscht oder bewusst die Urheberschaft nicht kenntlich gemacht. Und dann hat Herr Gutenberg von Zitierfehlern gesprochen. Das Abschreiben war ein Zitierfehler. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn künftig das Abschreiben von anderen und das falsche Zitieren in einer Doktorarbeit als Zitierfehler bezeichnet wird, dann kann man künftig auch Ladendiebstahl als Einkaufsfehler bezeichnen, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die Realität. Ich will mich jetzt auch gar nicht mehr mit den weiteren Ausführungen von Gutenberg selber beschäftigen, aber ich möchte mich nochmal, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren, beschäftigen mit dem, was jetzt eigentlich draus gemacht wurde. Und das ist schon bemerkenswert. Weil dann gab es also Aufrechte in der CDU, zum Beispiel, es gab den Herrn Lammert, der gesagt hat, Bundestagspräsident, der gesagt hat, die Affäre ist ein Sargnadel für das Vertrauen in unsere Demokratie. Da hat er vollkommen recht gehabt. Dann sagt der bayerische Staatsrechtler Oliver Lepsius, der Nachfolger auf dem Lehrstuhl von Gutenbergs Doktorvater Häberle ist, Zitat, wir sind einem Betrüger aufgesessen, es ist eine Dreistigkeit ohnegleichen, wie er honorige Personen der Universität hintergangen hat. Auch richtig. So, und jetzt kommt unser Landesvater, Seehofer. Was sagt jetzt wiederum Seehofer? Ich habe das extra nochmal gerade rausgesucht. Nämlich in der heutigen Zeitung, der Passauer Neue Presse war das, was ich mir da hingelegt habe, da heißt es, Zitat, wörtlich Seehofer, wenn wir zusammenhalten, dann sind wir an der Wahlurne eine fast nicht zu schlagende politische Kraft. Und er beschwert sich dann drüber, dass man offensichtlich in der Familie, er sagt auch wirklich Familie, der Union, nicht zusammengehalten hätte bei dem Fall Gutenberg. Jetzt sind wir hier in Bayern, aber wir kennen auch die Bremer Stadtmusikanten. Bei den Bremer Stadtmusikanten war es ja tatsächlich so, dass sie nur dann erfolgreich waren und die Räuber in die Flucht schlagen konnten, als sie zusammenhielten. Ne? Allerdings stand bei denen der Esel unten. Und jetzt sagt er, und alles bezogen auf den Fall Gutenberg, sonst wäre es ja wurscht, was er so sagt, aber da ist jetzt wichtig. Zusammenhalt, Zitat, Zusammenhalt ist eine der Grundlagen der CSU. Diesen Zusammenhalt der politischen Familie haben wir in den zurückliegenden schwierigen Wochen ausnahmslos gepflegt. Also, jetzt passt mir auf, was das heißt. Da gibt es also einen dieser Familie, da kommt immer mehr raus, dass er bescheißt und betrügt. Und was passiert dann? Dann sagt der Chef dieser Partei, jetzt müssen wir aber ganz fest zusammenrücken, sozusagen uns um den, der da offensichtlich Mist gebaut hat, betrogen. Wir müssen uns um den zusammenschauen, weil wir sind ja alle eine große Familie. Sagen wir, wenn die anderen auch so sind wie der Gutenberg, dann weiß ich ja, warum die so zusammenrücken, liebe Genossin, dann macht es auch wieder Sinn. Aber ich sage ganz was anderes. Solches Zusammenrücken von Familien, wo der ein oder andere illegale Handlungen macht, gibt es auch in Süditalien, liebe Genossinnen und Genossen. Da heißen die nur anders. Da heißen die nur anders. Und das ist das eigentlich Gefährliche an diesem Vorgang, liebe Genossinnen und Genossen. Das Gefährliche ist, dass offensichtlich die Regierungspartei in Bayern und deren Statthalter in Berlin in der CSU-Landesgruppe, weil die haben es ja genauso aufgeführt, dass offensichtlich die einen Begriff von Solidarität haben, der mit Solidarität nichts zu tun hat. Das, was die nach außen hin versuchen, in den Bürger und in die Bürgerin heranzutragen, das ist nicht Solidarität mit Gutenberg, das ist blanke Kumpanei, liebe Genossinnen und Genossen, Kumpanei. Und diese Kumpanei führt im Ergebnis dazu, dass offensichtlich führende Vertreter des Staates, wie zum Beispiel ein Verteidigungsminister, akzeptiert werden würde, obwohl in der Öffentlichkeit schon klar ist, der hat nicht sozusagen immer die Hand am eigenen Füller, sondern gegebenenfalls an fremden Federn gehabt. Und wenn das dann letztendlich akzeptiert wird, weil man in dieser Familie zusammenrückt, dann sind wir wirklich nah an Süditalien, liebe Genossinnen und Genossen. Und das müssen wir verhindern.
Ich erspare mir jetzt, was die anderen Parteifreunde so gesagt haben. Ich lasse bei dem Seehofer, liebe Kolleginnen und Kollegen, aber weil wir gerade beim Seehofer sind, nicht, dass ich das dann vergesse, weil das muss ich nur loswerden. Als es um die Rente ging, liebe Genossinnen und Genossen, als es um die Frage der Rente mit 67 oder mit 65 ging, könnt ihr euch noch erinnern, was Seehofer gesagt hat? Er hat zu diesem Punkt, ich komme dann später Stelle nochmal auf die Rente zurück, aber das gleich an der Stelle, er hat gesagt, solange die Industrie nicht bereit ist, sinngemäß genügend Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen, dass die Menschen auch bis 67 arbeiten können, solange ist auch er gegen die Rente mit 67 und muss bei 65 bleiben. Das hat er gesagt. Das hat er aber nur vor der Abstimmung gesagt. Habt ihr dann nochmal was von dem gehört zur Rente? Und ich habe es im Bundestag gesagt und ich sage es auch hier. Der Seehofer muss mal lernen, dass das bayerische Wappentier der Löwe und nicht der flüchtende Hase ist, wenn es ernst wird, liebe Genossen. Das hat der nämlich noch nicht begriffen in Bayern. Zurzeit, liebe Genossinnen und Genossen, reden alle darüber, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland einen Aufschwung hätten. Und jetzt müssen wir mal gucken, welcher Aufschwung das ist. Wer von diesem Aufschwung profitiert? Wer gestern die Nachrichten gehört hat, hat zum Beispiel wahrgenommen, dass Audi das beste Ergebnis hatte überhaupt mit, glaube ich, über 4 oder 6 Milliarden waren es, die da sozusagen jetzt verbuchen konnten. Wir stellen fest und nehmen wahr, dass das nicht der einzige Betrieb ist, sondern dass es überall kräftig sprudelt bei den Gewinnen. Die Kanzlerin sagt, der Aufschwung kommt bei den Leuten an. Da muss man dann bei der Kanzlerin immer fragen, wer ist Leute? Und dann wollen wir mal genau gucken, wie das nun läuft mit dem Aufschwung. Dann gucken wir mal bei den Löhnen, liebe Genossinnen und Genossen. Gucken wir mal bei den Löhnen. Jetzt sind wir gerade in der Tarifrunde bei Verdi. Und da stellen wir fest, dass bei Verdi gegenwärtig über einen Arbeitskampf nachgedacht wird, weil offensichtlich die Bundesrepublik Deutschland und die Länder, die an der anderen Seite dieser Tarifverhandlungen sitzen, nicht bereit sind, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes an diesem Aufschwung zu beteiligen. Also da kann man schon sagen, bei den Arbeitnehmern wird es mit dem Aufschwung schon mal schwierig. Ja, und bis jetzt, die Lohnerhöhungen sind noch nicht eingetreten, die da versprochen worden sind. Und im Übrigen, wenn Brüderle von Lohnerhöhungen spricht, liebe Genossen und Genossen, wenn sich die FDP sozusagen um die Tarifverträge Gedanken macht, das wäre ungefähr genauso, als wenn sich der Papst um die Qualität von Kondomen kümmern würde, liebe Genossen und Genossen. Wir haben mit dem... Die haben mit Tarifverträgen und Lohnerhöhungen nichts am Hut, sondern das ist Schaumschlägerei, das wissen wir auch. Also bei den Löhnen ist das mit dem Aufschwung noch nicht so richtig durchgedrungen. Dann überlegen wir uns mal, was ist bei denen, die in Rente sind. Sind die am Aufschwung beteiligt worden? Wir wissen, dass in den nächsten Jahren eher weitere Rentenkürzungen real drohen, weil die Inflation höher sein wird als die Rentenerhöhung. So, dann bleiben noch die Arbeitslosengeld II-Empfänger sind. Da wissen wir ja, was passiert ist, liebe Genossinnen und Genossen. Dort haben wir auf der einen Seite jetzt eine Erhöhung um 5 Euro, die vollkommen verfassungswidrig ist, weil sie nicht sauber gerechnet haben. Und wir wissen inzwischen auch, was die SPD wert ist. Das kann man inzwischen ja in Euro beziffern. Die sind 3 Euro wert, aber erst nächstes Jahr. Also dieses Jahr sind sie noch gar nichts wert, liebe Genossinnen und Genossen. Das war das, was rausgekommen ist bei diesen Verhandlungen. So, also bei den Arbeitslosengeld II-Empfängern ist das Geld auch nicht angekommen. Dann bleiben also nur noch eine Gruppe übrig. Das sind die, die ihr Geld aus Unternehmertätigkeit und Vermögen beziehen. Bei denen landet der Aufschwung. Und jetzt können wir das mal auch in ein paar Zahlen deutlich machen. Wir merken das natürlich auch an der Veränderung der Lohnquote. Der Anteil der Löhne und Gehälter am Volkseinkommen. Der war 2000 noch bei 72,2% Lohnanteil am Volkseinkommen. Jetzt sind wir noch bei 66,2%. Also der sinkt. Unser Anteil am Volkseinkommen sinkt. Liebe Genossinnen und Genossen, und das Entscheidende ist natürlich die Lohnentwicklung sozusagen in absoluten Zahlen. Und dann stellen wir fest, wenn man jetzt einen längeren Zeitraum betrachtet, dass zum Beispiel in Norwegen von 2000 bis 2009 die Löhne um 25,1% gestiegen sind, dass sie in Finnland um 22% gestiegen sind,
dass sie in Korea um 18,3% gestiegen sind. Korea, ne? Also früher, ne? Früher haben sie sich ja sozusagen die Klinke am Flughafen in die Hand gegangen, sind nach Korea gefahren, weil da angeblich alles besser ist für die deutschen Unternehmer. In Dänemark um 10,7, in Niederlanden 4,8, selbst in Österreich plus 2,7, liebe Genossinnen und Genossen. Und bei uns in der Bundesrepublik sind die Löhne im selben Zeitraum um 4,5% gesunken. Das ist ein Skandal, liebe Genossinnen und Genossen, weil bei uns die wirtschaftliche Entwicklung an den normalen Bürgern vorbeigegangen ist und vorbeigeht. Und jetzt können wir uns noch mal überlegen, wie Sie das hingekriegt haben. Wie ist es Ihnen gelungen, dass die in der Bundesrepublik, ausgerechnet einem Land, wo eigentlich noch vernünftige, starke Gewerkschaften existieren und so weiter, wie ist es Ihnen gelungen, bei uns die Löhne so zu drücken? Und ich möchte darüber reden, was das eigentlich für die Sozialsysteme heißt. Das Erste, wie es Ihnen gelungen ist, die Löhne zu drücken, das sind diese Hartz-Gesetze. Und deshalb haben die auch bloß um 5 bzw. um 8 Euro erhöht. Hartz wirkt natürlich zum einen für die, die in diesem System drin sind, das wissen wir. Weil es Armut per Gesetz bedeutet, weil es Schikane am Amt bedeutet, weil es bedeutet, es ist bei uns in Schweinfurt passiert, dass man einer Mutter mit einem Kind, das auf dem Gymnasium ist, die Mutter im Hartz-Bezug, alleinerziehend, der Erzeuger dieses Kindes hat seinen Unterhalt nicht mehr bezahlt, dann hat sich trotzdem das Amt geweigert einzuspringen und auf den Hinweis der Mutter des Kindes auf dem Gymnasium, das braucht jetzt da Unterlagen, Bücher und Ähnliches, dann sagt man der auf dem Amt, na bitte, na bringen Sie halt Ihr Kind nicht aufs Gymnasium, muss mir ja nicht sein, wenn man in Hartz-Familie ist. Das ist der Skandal, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist die eine Seite. Wie geht es den Betroffenen? Aber die andere Seite, und das ist der eigentliche Sinn dieser Gesetze, der eigentliche Sinn ist der, dass man den Menschen, die in Arbeit sind, noch in Arbeit sind, so viel Angst vor Arbeitslosigkeit macht, so viel Angst macht, in diesem Hartz-System zu landen, dass die Menschen gefügig werden, dass sie bereit sind, auch unter ihrer Qualifikation zu arbeiten, dass sie bereit sind, für 200, für 300 Euro Minijobs anzunehmen, dass sie bereit sind, ohne Geld zu arbeiten, weil die Arbeitszeit erhöht wird, ohne dass sie dafür bezahlt werden. Der eigentliche Sinn von Hartz ist, die Löhne zu drücken, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist der Sinn dieser Gesetze. Und diese Gesetze, liebe Genossinnen und Genossen, das muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man darüber berichtet und darüber erzählt, wie das im Bundestag war bei der Erhöhung der Regelsätze. Diese Gesetze, liebe Genossinnen und Genossen, die sind ja nicht gemacht worden von der Merkel oder von dem Westerwelle. Der hätte möglicherweise auch gemacht, das wollen wir jetzt gar nicht leugnen. Vielleicht hätte er sich aber gar nicht so getraut, wenn die SPD damals in der Opposition und nicht in der Regierung gewesen wäre. Auch eine andere Frage. All diese Gesetze sind Gesetze, die von der SPD gemacht wurden. Diese Hartz-Gesetze sind alle von der SPD gemacht worden. Jetzt gibt es bei uns auch in der eigenen Partei den einen oder anderen, der sagt, ja, aber die haben sich ja jetzt geändert. Die sind ja jetzt wieder auf dem Weg, vernünftig zu werden. Die sind ja jetzt auch für einen Mindestlohn. Und die sind ja auch auf dem Weg, wieder sich zu sozialdemokratisieren, liebe Genossinnen und Genossen. Ich will euch mal ein Zitat von Frank-Walter Steinmeier, schließlich Fraktionsvorsitzender aus der Wirtschaftswoche vom 01.03.2011 zur Kenntnis geben. Dort sagt er, Zitat, ich sage Tag ein, Tag aus, ganz selbstbewusst, also Steinmeier, ich sage Tag ein, Tag aus, ganz selbstbewusst, die Republik stünde ohne die Agenda-Reformen nicht da, wo sie heute steht. Da hat er recht. Wir hätten weniger Kinderarmut, höhere Löhne und hätten vernünftigere Arbeitsbeziehungen. Liebe Genossinnen und Genossen, das hat er verbrochen. Und damit nochmal deutlich wird, liebe Genossinnen und Genossen, dass es auch kein Betriebsunfall war. Heute tun ja die Sozialdemokraten in der Debatte oft so, als hätten sie nicht so richtig darüber nachgedacht, was die Folgen ihrer Politik wären. Als wäre ihnen da sozusagen irgendwas unterlaufen, was sie eigentlich gar nicht wollten. Ja? Ja,
Nee, das haben die alles, das haben sie wirklich, ja, da könnte man natürlich, das ist ein toller Hinweis. Möglicherweise haben die Harzgesetze gar nicht Harz und gar nicht über das Kanzleramt oder über das Arbeitsministerium, sozusagen, sind da gar nicht geschrieben worden, sondern es waren direkt der Bundesverband der deutschen Arbeitgeber, denen diese Gesetze ganz besonders nützen, liebe Genossinnen und Genossen. Auch das kann gewesen sein. Auch das kann gewesen sein. Aber nochmal zu dem Zitat von Steinmeier. Damit man sieht, dass das kein Betriebsunfall war. Er sagt nämlich dann, ich zitiere weiter, die Flexibilisierung der Arbeitszeit war notwendig, um deutsche Unternehmen in einer weltweiten Wirtschaft besser in den Stand zu versetzen, auf Auftragsspitzen zu reagieren. Der hat genau gewusst, was er macht, liebe Genossinnen und Genossen. Der hat genau gewusst, was er macht, weil er die Harzgesetze gemacht hat. Die haben genau gewusst, was sie gemacht haben. Und das ist der zweite Punkt, warum die Löhne nach unten sozusagen sich bewegt haben, als sie die Leiharbeit legalisiert haben. Leiharbeit immer mehr zugelassen, hoffähig gemacht haben. Sie haben genauso gewusst, was sie machen, als sie die Befristungen, die Regelungen, mit denen bisher befristete Arbeitsfelder, sie eingeschränkt wurden, gelockert haben. Das sind alle die Flexibilisierung des Arbeitsmarkts, von denen der redet. Und diese Flexibilisierung der Arbeitsmärkte hat dazu beigetragen, dass die Löhne in der Bundesrepublik Deutschland permanent nach unten weggerutscht sind. Na, reden wir über Leiharbeit, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren. Jetzt wissen wir es, in einer Studie, die der DGB mit in Auftrag gegeben hat, der Lohn für Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer ist bis zu 50% niedriger als bei denen, die in Vollzeitbeschäftigung sind. Bis zu 50% niedriger. So, und dann stellt sich im Bundestag die SPD, die FDP in diesem Fall, die FDP hin, stellt sich zusammen hin mit der Frau von der Leyen und erzählen uns, dass die Leiharbeit letztendlich den Sinn hätte, dass man Auftragsspitzen in der Industrie abbauen können muss, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn es wirklich darum ginge, dass Leiharbeit das Instrument zum Abbau von Auftragsspitzen notwendig wäre, dann soll mir mal einer erklären, warum es dann gleichzeitig notwendig ist, dass die Menschen 50% weniger verdienen als die anderen, die sonst im Betrieb die Aufträge abarbeiten. Warum eigentlich, liebe Genossinnen und Genossen? Das macht doch keinen Sinn. Sondern es macht nur dann einen Sinn, wenn man sagt, Leiharbeit ist ein Instrument, das dazu dient, die Löhne in der Bundesrepublik Deutschland zu drücken. Und das ist das wahre Instrument, was Sie mit Leiharbeit erreichen wollen. Das Drücken der Löhne in der Bundesrepublik Deutschland. Und wenn wir dann noch wissen, weil wir gestern Frauentag hatten, aber auch unabhängig davon, dass insbesondere Frauen betroffen sind, die in solchen Leiharbeitsverhältnissen arbeiten. Wenn wir wissen, dass von den vollzeitbeschäftigten Frauen inzwischen 30% im Niedriglohnbereich beschäftigt werden, 30%, dann sage ich euch, für all diese Situation ist nicht nur Merkel und Westerwelle verantwortlich, da haben wir es auch mit den Grünen und vor allen Dingen mit der SPD zu tun bei diesem Vorgang, liebe Genossinnen und Genossen. So, und ich will nochmal die FDP zu Wort kommen lassen. Herr Heinrich Kolb, stellvertretender Vorsitzender der FDP, in der Plenardebatte am 24.02. im Bundestag hat er gesagt, Equal Pay, also gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, ab dem ersten Tag, was Sie nachdrücklich und massiv gefordert haben, wäre aus unserer Sicht das Ende der Zeitarbeit in Deutschland. Dann wird deutlich, um was es geht. Dann geht es eben nicht um Auftragsspitzen, sondern nur um reine Lohnsenkung, liebe Genossinnen und Genossen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deshalb bleibt es bei einer ganz wichtigen und zentralen Forderung, die zurzeit auch von besonderer Bedeutung ist, weil wir wissen, dass ab 1.5. die Freizügigkeit in Europa gilt und letztendlich in Polen einen Arbeitsvertrag haben die Menschen, egal welcher Nationalität die dann in Polen sind. Inzwischen habe ich gehört, werben die auch Deutsche in Polen an, um sie zu niedrigeren Löhnen in der Bundesrepublik Deutschland beschäftigen zu können. Liebe Genossinnen und Genossen, wenn die Bundesregierung weiter sich verweigert, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vernünftig abzusichern durch einen Mindestlohn, dann ist die Bundesregierung, aber die jetzige, verantwortlich dafür, dass in der Bundesrepublik die Löhne weiter nach unten gehen. Und wir Linken sagen deshalb, ein gesetzlicher Mindestlohn ist das Mindeste, was wir brauchen, um den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung zu bringen, liebe Genossinnen und Genossen.
Und unsere Forderungen in dem Punkt sind klar. Und da muss ich natürlich auch noch mit der SPD. Kann sie nicht außen vor lassen. Wenn man schon sagt, man macht die Hartz-Gesetze, wenn man sagt, man macht befristete Arbeitsverhältnisse, man lässt sie zu, wenn man sagt, wir legalisieren die Leiharbeit, dann muss man wenigstens eins auch machen oder man hat überhaupt keine Ahnung von der Realität, dann muss man wenigstens in dem Zusammenhang den Mindestlohn einführen und das haben sie verpasst, als sie die Mehrheit hatten von Rot-Grün, liebe Genossinnen und Genossen, und es war in der letzten Legislaturperiode. Da haben wir strukturell eine Mehrheit im Bundestag gehabt von Rot-Rot-Grün. Dann haben wir den Antrag gestellt, lasst uns sofort einen gesetzlichen Mindestlohn einführen. Lasst uns damit anfangen. Lasst uns den systematisch steigern. Lasst uns das so machen wie die in England, mit einer Kommission, wo auch die Arbeitgeber drin sitzen und dort funktioniert es. Lasst uns den Mindestlohn orientieren an Frankreich. Da sind wir inzwischen schon bei den 9 Euro. Lasst uns das orientieren an den Ländern, die mit uns vergleichbar sind. Und was hat die SPD damals gemacht? Der eine oder andere weiß es. Sie haben eine Unterschriftenaktion draußen für den Mindestlohn gestartet bei den Bürgerinnen und Bürgern und im Bundestag haben Sie, obwohl es eine Mehrheit für den Mindestlohn gegeben hätte, gegen die Einführung eines Mindestlohns gestimmt, liebe Genossen. Und das ist ein Skandal und damit sind die SPD mitverantwortlich für die Zustände, die wir hier haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, genau, das ist der nächste Punkt. Der zweite wesentliche Punkt neben dem, was wir als Linke wollen, dass die Arbeitnehmerinnen und alle anderen in diesem Land am Aufschwung beteiligt werden, ist die Frage, wie schaut es aus mit unserem Sozialstaat? Wer finanziert diesen Sozialstaat und wer kriegt eigentlich was davon? Und dann stellen wir fest, dass wir in der Vergangenheit auch unter Rot-Grün permanent die Situation hatten, dass die besser Verdienenden entlastet wurden. Ich kann mich noch erinnern, dass wir im Jahr 2000 die Situation hatten, dass die Körperschaftssteuer, das ist die Körperschaftssteuer, das ist die Steuer, die die großen Kapitalgesellschaften als Ertragssteuer zu bezahlen haben. Die nennt sich Körperschaftssteuer. Dass im Jahr 2000 das Niveau, die Summe des Geldes, die aus der Körperschaftssteuer in den Staatshaushalt gewandert ist, geringer war als das Aufkommen der Hundesteuer in der Bundesrepublik Deutschland, liebe Genossinnen und Genossen. So haben die die Steuer nach unten gedrückt. Das ist kein Witz, das kann man nachlesen. Und ich sage, wir müssen die Finanzierung des Staates wieder auf vernünftige Beine stellen. Und vernünftige Beine bedeutet, dass wir sagen, wir brauchen eine Millionärssteuer. Und eine Millionärssteuer als Vermögensteuer bedeutet, dass der, der bis zu 1 Million Vermögen hat, dass dem überhaupt nichts passiert, da ändert sich überhaupt nichts. Sondern nur der Euro, den er besitzt, der über 1 Million geht, der wird mit 5% besteuert. Also 1 Euro für den, der ein Vermögen von 1 Million und 1 Euro hat. Dann muss er nur den 1 Euro zusätzlich besteuern. Und ich gehe davon aus, dass wir hier natürlich alle betroffen sind. Das ist der Unterschied, liebe Genossinnen und Genossen. Die Kanzlerin spricht immer von mutiger Politik und holt sich das Geld immer bei den Kleinen. Mutig ist die Politik dann, wenn man sich's bei denen holt, die sich in der Vergangenheit unter den Nagel gerissen haben und die wieder an der sozialen Lage dieses Landes, an der sozialen Ökonomie sozusagen, an dem, wie sich das Land entwickelt, beteiligt werden müssen. Da müssen wir das Geld holen. Deshalb brauchen wir eine Vermögensteuer, liebe Genossinnen und Genossen. Und dasselbe gilt für die Einkommensteuer. Unser Vorschlag ist, dass wir alle Menschen in diesem Land entlasten, die bis zu 6.000 Euro verdienen. Da sind wir jetzt wahrscheinlich die meisten hier dabei. Bis zu 6.000. Aber dass wir alle, die über 6.000 Euro verdienen, dass wir die wieder besonders belasten. Dass wir wieder eine Vermögensteuer einführen, eine vernünftige Einkommensteuer einführen. Dass wir einen Tarif machen, der letztendlich nach oben auch wieder dazu führt, dass dort mehr Eingänge, damit der Spitzensteuersatz laufend gesenkt wird. Wir wollen ihn wieder anheben, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren. So, jetzt kommen wir übrigens zum nächsten Plagiat. Wir hatten das, ihr wisst es noch gar nicht. Wir hatten in der letzten Legislaturperiode gefordert, dass wir den Mittelstandsbauch, die Einkommensteuer hat ja so einen Bauch bei den mittleren Einkommen, dass wir den begradigt, dass wir da sozusagen Steuersenkungen machen, dass wir oben aber die Einkommensteuer wieder erhöhen. Das ist unsere Forderung. Alle anderen Parteien haben das abgelehnt. Inzwischen hat es die SPD abgeschrieben, die CDU hat es abgeschrieben, auch die Grünen fordern wieder eine entsprechende Besteuerung der Reichen. Ihr seht, alle schreiben bei uns ab. In dem Fall dürfen Sie es, wir haben überhaupt nichts dagegen, liebe Genossinnen und Genossen, wenn Sie bei der Linken abschreiben. Und dann ist die Frage, was wir mit dem Geld machen wollen, liebe Genossinnen und Genossen.
Wir wollen, dass wir mit dem Geld, das wir zusätzlich einnehmen, die Verhältnisse in diesem Land, in der Sozialpolitik wieder in Ordnung bringen. Ein Punkt war die Rente. Das ist vorher ein Stichwort gekommen. Wir wissen, dass wir zunehmend immer mehr Menschen in unserem Land haben, die, wenn sie in Rente sind, so wenig gesetzliche Rente kriegen, dass sie zusätzlich zu ihrer gesetzlichen Rente die Grundsicherung im Alter beanspruchen können. Also, dass sie zusätzlich zu dem, was sie an Rente kriegen, in die Sozialfürsorge fallen, weil die Rente nicht mehr ausreicht. Warum ist das so? Das ist deshalb so, weil natürlich an der Rentenformel permanent rumgefummelt wurde unter Rot-Grün mit dem Ergebnis, dass wir den Riester-Faktor haben, den Nachhaltigkeitsfaktor haben und so weiter, dass also die Rentenentwicklung losgelöst wurde von der wirtschaftlichen Entwicklung. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist natürlich der, dass die Löhne in unserem Land, durch das, dass sie nicht mehr mit der wirtschaftlichen Entwicklung mitgestiegen sind, aus den Löhnen aber die Renten finanziert werden, natürlich diese Rentenkasse in Bedrängnis geraten ist. Ganz logisch. Also wir brauchen, wenn wir die Sozialversicherungssysteme in Ordnung bringen wollen, auch wieder vernünftige Einkommen. Deshalb ist der Mindestlohn so wichtig. Und nochmal ein Argument dazu, damit wir es nicht vergessen. Eine Floristin in Sachsen-Anhalt verdient 4,35 Euro in der Stunde, macht 775 Euro im Monat. Ein Kfz-Handwerker in Schleswig-Holstein in der untersten Tarifgruppe verdient 7,16 Euro. Ein Separatwachdienstler in Thüringen hat einen Lohn von 719 Euro im Monat. Das sind alles die ortsüblichen Löhne, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn uns da jemand sagt, Leistung soll sich wieder lohnen, aber gleichzeitig wie die FDP den Mindestlohn verweigert, dann gehört er von der politischen Bühne der Bundesrepublik entfernt, liebe Genossinnen und Genossen. So einfach ist es. Und jetzt stellt euch mal vor, was der mit diesem Lohn hinterher als Rente kriegt. Wir wissen es. Wir wissen, dass jeder Lohn in der Bundesrepublik unter 9,42 Euro. Jeder Lohn unter 9,42 Euro in der Stunde. Wenn er das ganze Arbeitsleben bezahlt werden würde, dann wäre das ein Lohn, der inzwischen schon ein Lohn ist, den sehr viele Menschen haben in dem Land. Das ist keine Ausnahme mehr, ein so geringer Lohn. Wenn er diesen Lohn sein ganzes Leben lang beziehen würde, dann wäre er gerade an der Grenze im Alter, dass er so viel Rente kriegt, wie die Grundsicherung im Alter ist. Jeder Lohn unter dieser Grenze führt dazu, dass letztendlich der Steuerzahler den versorgen muss, wenn er in Rente ist. Und jeder Lohn unter 7,28 Euro führt dazu, dass der Aufstocker ist und dass letztendlich wir als Steuerzahler den Lohn für den mitfinanzieren müssen, weil er von dem Lohn nicht leben kann. Deshalb ist der Mindestlohn so wichtig, aber für die Rente bedeutet es, dass die niedrigen Löhne natürlich zu einer extrem niedrigen Rente führen müssen. Und jetzt sagt man uns auch noch, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir bis 67 arbeiten sollen. Und dann gibt es das tolle Argument dafür, aus demografischen Gründen, weil wir alle älter werden. Und dieses Argument, das würde ich gern mit euch nochmal gemeinsam behandeln. Dass wir alle älter werden, das wissen wir selber. Dass damit die Rentenbezugszeit, wenn man zum selben Zeitpunkt wie früher in Rente ginge, größer wird und dass wir da mehr Geld brauchen, ist auch klar. Auch nichts Neues. Aber müssen wir deshalb aus diesen demografischen Gründen länger arbeiten? Und das machen wir jetzt mal miteinander, liebe Genossinnen und Genossen. Wie ist denn das? Wenn das Wachstum der Bundesrepublik Deutschland, der Kuchen, der für alle zur Verteilung da ist, durchschnittlich mit einer Rate von 1,4% pro Jahr wächst, ist er dann in 20 Jahren größer, der Kuchen, oder kleiner? Größer. Wenn er jedes Jahr wächst, 1,4, sind wir in 20 Jahren ungefähr 30% größer. Also der Kuchen, der zur Verfügung steht, wird größer. Und jetzt, was sagen uns die Leute, die sich mit Demografie beschäftigen? Wie viele Leute leben denn im Jahr 2030 in der Bundesrepublik und müssen sich den Kuchen teilen? Sind das mehr oder weniger? Weniger. Weniger. Also wir haben einen größeren Kuchen und weniger Leute müssen sich den Kuchen teilen. Und jetzt kommt Volksschule Sauerland, liebe Genossinnen und Genossen. Volksschule Sauerland, Müntefering. Wenn der Kuchen größer wird, sich weniger Leute den Kuchen teilen müssen als vorher, können dann die Kuchenstücke größer oder kleiner sein? Größer. Genau, größer. Was ist jetzt mit der Demografie, liebe Kolleginnen und Kollegen? Demografisch ist es offensichtlich gar nicht ein Problem, dass wir älter werden. Demografisch, aus demografischen Gründen müssen wir die Renten nicht kürzen. Wo ist denn der Haken bei dem Beispiel, liebe Genossinnen und Genossen, meine Damen und Herren? Der Haken an dem Beispiel ist ganz einfach. Jemand klaut den halben Kuchen, bevor er an uns verteilt wird. Das ist die Sauerei. Deshalb reicht es nicht mehr für die Renten, weil jemand absahnt, bevor wir was kriegen.
Und jetzt können wir wieder überlegen, wie funktioniert dieser Kuchenklau? Er funktioniert natürlich über die Löhne. Niedrige Löhne heißt natürlich, dass von dem Wachstum des Kuchens die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausgeschlossen werden, zunehmend über Leiharbeit, über Befristungen, über Nichtvorhandensein eines Mindestlohns und damit natürlich die Gewinne auf der anderen Seite, ich habe es vorher dargestellt, natürlich nach oben gehen. Deshalb ist unsere zentrale Forderung, liebe Genossinnen und Genossen, dass wir in der Rentenpolitik eine andere Rentenformel brauchen und vor allen Dingen ein anderes Rentensystem. Wir wollen eine Erwerbstätigenversicherung. Da zahlen alle ein in dieses System. Da zahlen auch die Selbstständigen ein. Da zahlen auch die Beamten ein und zahlen auch die Bundestagsabgeordneten ein. Wir haben ja auch ein anderes Rentensystem. Und dann deckeln wir dieses Rentensystem nach oben, damit da keine Millionenrenten rauskommen, liebe Genossinnen und Genossen, weil die, wo so viel Geld haben, die haben so viel Häuser und so viel Vermögen, die sind auf eine gesetzliche Rente sowieso nicht angewiesen. Aber dann haben wir wieder Geld in der Rentenkasse, dass wir erreichen, dass jeder in diesem Lande eine vernünftige Rente bekommt, auch wenn er alt ist, und dass er sich nicht drum sorgen muss, was mache ich eigentlich, wenn ich mein 65., mein 67. oder mein 70. Lebensjahr erreicht habe. Wir wollen, dass die Menschen keine Angst vorm Alter haben, sondern sich darauf freuen können. Das ist Ziel der Linken, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich möchte noch, weil wir bei der Sozialpolitik sind, natürlich auch auf die Frage eingehen, die mit der Gesundheit inzwischen auf uns zugerollt ist. Da haben wir jetzt den Herrn Rösler. Und das, was er macht, ist, dass er einführt sowas wie eine Kopfpauschale. Was ist der Hintergrund? Auch die Gesundheit, die Gesundheitsversorgung in diesem Land wird finanziert über eine Versicherung, eine Sozialversicherung, die davon ausgeht, dass die Menschen bis zu einer bestimmten Einkommensgrenze, der Beitragsbemessungsgrenze zahlt bei ca. 3.800 Euro, dass die Menschen, die bis zu diesem Einkommen verdienen, einen bestimmten Beitrag abdrücken in die Krankenversicherung. Zurzeit ist der Beitrag um die 15%. Der Unterschied ist nur, er ist nicht mehr gleich bezahlt von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, sondern er ist so, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und auch die Rentner 0,9% höhere Krankenkassenbeiträge bezahlen als die Arbeitgeber. Er ist nicht mehr paritätisch. Und jetzt soll das Ganze gedeckelt werden. Der Beitrag soll nicht mehr steigen. Stimmt aber nicht. Er soll natürlich nicht mehr für die Arbeitgeber steigen. Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gibt es Zusatzbeiträge. Und diese Zusatzbeiträge gestern in den Medien wird im Jahr 2013 möglicherweise einen Betrag von über 40 Euro pro Person betragen. 40 Euro zusätzlich pro Monat für die Krankenkassen. Weil die paritätische Finanzierung nicht mehr eingehalten werden soll, weil man die Arbeitgeber befreien will von der Sozialversicherung für die Krankenkassen. Liebe Genossinnen und Genossen, wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet die Umkehrung von Solidarität. Solidarität bedeutet nämlich erstens, dass man keine Beitragsbemessungsgrenze bei der Krankenversicherung hat. Das bedeutet nämlich, dass der Mensch, der ca. 8.000 Euro verdient, prozentual nur einen halben Krankenversicherungsbeitrag zahlt im Verhältnis zu dem, der zum Beispiel 2.000 Euro verdient. Und das geht nicht, das ist unsolidarisch. Unsere Vorstellung ist, lasst uns eine Bürgerversicherung machen. Alle zahlen ein in die gesetzliche Krankenversicherung. Alle kriegen dort eine vernünftige Leistung. Und wenn dann einer meint, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, er braucht, wenn er sich einen Fuß bricht oder wenn er eine Blinddarmoperation hat, den Blick auf die Zugspitze im Krankenhaus, dann habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn er sie dafür privat versichert. Aber die normale Versicherung muss eine gesetzliche Krankenversicherung sein, wo wir keine Zwei-Klassen- und keine Drei-Klassen-Medizin haben, sondern wo alle vernünftig gleich behandelt werden. Das ist unser Ziel, liebe Genossinnen und Genossen. Und lasst mich zum Schluss noch auf einen bemerkenswerten Vorgang kommen, der mir vor kurzem sozusagen auf den Schreibtisch geraten ist. Und dieser Vorgang beschäftigt sich mit der Bayerischen Verfassung. Wir haben jetzt einen Verfassungsschutzbericht, liebe Genossinnen und Genossen. Da haben wir natürlich einen besonderen Stellenwert als Linke. Wir sind also in diesem Verfassungsschutz ganz besonders erwähnt. Ich zitiere jetzt aus dem Verfassungsschutzbericht des Landes Bayern. Dort heißt es, Zitat, man setzt sich mit unserem Programmentwurf auseinander und es heißt dann dort, zugrunde gelegt wird im Entwurf, Klammer auf, unser Programmentwurf, einmal mehr die Auffassung,
dass die Demokratie des Grundgesetzes mangelhaft sei. Deshalb wird eine Demokratisierung der Gesellschaft bzw. eine wirkliche Demokratie gefordert. Unter Demokratie wird dabei vor allem soziale Chancengleichheit und eine diffuse Mitbestimmung verstanden. Jetzt stellt euch mal vor, warum wir, die Linke, im Verfassungsschutzbericht erwähnt werden. Weil wir offensichtlich sagen, wir wollen eine Demokratisierung der Gesellschaft, wir wollen eine wirkliche Demokratie, wir wollen vor allem Chancengleichheit, soziale Chancengleichheit und mehr Mitbestimmung. Jetzt lese ich da in der Zeitung, und zwar in der heutigen, was Seehofer gesagt hat zur Frage der sozialen Gleichheit. Er sagt nämlich wörtlich: Ich will eine sozial gerechte und chancenreiche Gesellschaft. Jetzt muss er aber aufpassen mit seinem Verfassungsschutz. Wenn der so weitermacht, liebe Genossinnen und Genossen, dann wird er ja langsam selber überwacht. Aber ich sage, liebe Genossinnen und Genossen, den Verfassungsschutz in Bayern brauchen wir nicht mehr, weil die CSU ist, wie man an Gutenberg sieht, eher ein Fall für die Staatsanwaltschaft. Da braucht man keinen Verfassungsschutz mehr, liebe Genossinnen und Genossen. Der Verfassungsschutz, der das geschrieben hat, der also der Auffassung ist, dass wir in diesem Bericht erwähnt werden müssen, weil wir uns für mehr Demokratie einsetzen. Dem sei Folgendes gesagt. Erstens, Demokratie ist eine Gesellschaftsform, in der sich die Interessen der Mehrheit durchsetzen. Wenn in diesem Land permanent die Renten gekürzt werden, wenn in diesem Land permanent die Löhne sich nach unten entwickeln, wenn in diesem Land die Kinderarmut zunimmt, wenn in diesem Land die Frage von prekärer Arbeit zunimmt, also die Interessen der Mehrheit immer unter den Tisch fallen, dann ist die Frage berechtigt, ob wir in diesem Lande tatsächlich noch eine ausreichende Demokratie haben, liebe Genossinnen und Genossen. Diese Frage stellt sich. Und deshalb ist ein Blick in die Verfassung des Landes Bayern, ich habe sie ja immer dabei, in Miniaturausgabe, ihr wisst es, ich habe sie immer dabei, gerade in Bayern, könnte ja sein, dass ich mal verhaftet werde, dann kann ich sagen, da steht es aber, ne, dass ich das sage. So, und da heißt es zum Beispiel, zum Steuerwesen in der Verfassung des Landes Bayern, ich lese euch das mal vor, die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Sie ist nach dem Verwandtschaftsverhältnis zu staffeln. Die Erbschaftssteuer dient dazu, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Einzelnen zu verhindern. Das ist die Verfassung des Landes Bayern. Habe ich mich verhört oder habe ich das richtig gehört, dass der Seehofer eigentlich die Erbschaftssteuer abschaffen will? Wenn der Seehofer die Erbschaftssteuer abschaffen will, dann handelt er explizit gegen die Verfassung des Landes Bayern. Ich würde dem Verfassungsschutz empfehlen, sich mal auf den Schoß von Seehofer zu setzen, liebe Genossinnen und Genossen, dann wäre er fündig. Und dann heißt es weiter hinten zur Frage des Eigentums, auch ganz spannend, dort heißt es: Eigentum verpflichtet gegenüber der Gesamtheit. Offenbarer Missbrauch des Eigentums oder Besitzrechts genießt keinen Rechtsschutz. Und ich sage euch, es ist aus meiner Sicht ein Missbrauch des Eigentums, wenn der Banken- und Finanzsektor der Bundesrepublik Deutschland das Geld, das er eigentlich für die Finanzierung der Realwirtschaft verwenden sollte, wenn dieser Finanzsektor das Geld dazu verwendet, sich selbst zu bereichern. An Boni, an Dividenden und an entsprechende Bereicherungen der Aktionäre. Wenn es so ist, dass der Bankensektor seinen Sinn nicht mehr erfüllt, dann ist nach der bayerischen Verfassung dieses Eigentum nicht mehr geschützt. Und deshalb haben wir recht, wenn wir als Linke fordern, die Banken unter gesellschaftliche Verantwortung zu stellen, liebe Genossinnen und Genossen. Und liebe Genossinnen und Genossen, weil natürlich da auch was drinsteht zum geistigen Eigentum.
in der Bayerischen Verfassung. Dort heißt es, das geistige Eigentum, das Recht der Urheber, der Erfinder und Künstler genießt den Schutz und die Obsorge des Staates. Und bei uns ist das Problem, dass genau die, liebe Genossinnen und Genossen, die das durchsetzen, sind die, die sich am geistigen Eigentum vergreifen. Das ist unser Problem in dem Land. Und da fällt mir der heilige Augustinus ein. Der hat gesagt, ein Staat, der sich nicht durch Gerechtigkeit definiert, ist nur eine große Räuberbande. Und ich sage, es ist die hervorragende Aufgabe der Linken zu verhindern, dass die CSU in Bayern aus unserem Staat eine Räuberbande macht, liebe Genossinnen und Genossen. Dazu müssen wir beitragen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben einige Wahlen vor uns und eine schon hinter uns. Wie vor jeder Wahl ist das passiert, wie immer. Die bundesrepublikanische Presse übertrifft sich gegenseitig darin, uns die Katastrophe zu prophezeien, schreibt uns nach unten. Das war nicht die erste Wahl in Hamburg bei uns, der das passiert ist, war bei anderen auch schon. Vor jedem Parteitag erleben wir dasselbe. Wir werden immer sozusagen verteufelt und uns wird die Katastrophe vorausgesagt. Auch in Hamburg ist sie nicht eingetreten. Und wir haben jetzt vor allen Dingen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz noch mit zwei wichtigen Wahlen, wo unser Ziel ist, dass wir als Linke in diese Landtage einziehen. Das ist kein Selbstzweck, liebe Genossinnen und Genossen. Eine Partei ist kein Selbstzweck. Eine Partei ist immer Mittel zum Zweck. Und das Mittel ist die Partei. Der Zweck ist, die Lebensverhältnisse in Deutschland für die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger deutlich zu verbessern und die Grundlagen dafür zu schaffen, dass es in der Bundesrepublik Deutschland wieder sozial und wieder gerecht zugeht. Und deshalb ist eine starke Linke notwendig, liebe Genossen, auch in diesem Fall. Und ich möchte und dann sind wir in Bayern und das ärgert mich natürlich ein bisschen. Wenn alles so geht, wie wir es uns vorstellen. Vielleicht kommen wir auch nur in ein Land rein. Ich gehe davon aus, dass wir es in zwei schaffen. Aber wenn wir es in zwei schaffen, dann sind wir in Bayern 2013 das letzte Bundesland, wo es noch keine Linke im Landtag gibt. Das ist natürlich sehr bedauerlich. Das ärgert mich natürlich auch ganz persönlich. Eigentlich hätten wir die Ersten sein müssen, aber da gab es ja schon Gysiland. Ne? Also, dann sind wir die Letzten, die noch nicht im Landtag vertreten sind. Und dann, liebe Genossinnen und Genossen, gilt für Bayern in ganz besonderem Maße, dass wir geschlossen mit klarer Zielsetzung und klarer Programmatik dafür sorgen müssen, dass wir uns nicht mit uns selber beschäftigen, sondern dass wir dafür sorgen, dass auch die bayerischen Bürger wenigstens eine Partei im Landtag von Bayern haben, die sich tatsächlich ihren Interessen annimmt. Das ist die Linke, das ist unser Ziel und dafür werden wir kämpfen. Danke fürs Zuhören.